Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Ja, es ist das letzte Wochenende vor der Weihnachtszeit und ich freue mich nächste Woche schon aufs Dekorieren der Wohnung, dass dann alles in wunderbarem Weihnachtslicht glänzt und ja, der düstere November dann der schönen Vorweihnachts- und Winterzeit ein wenig weicht. Die Woche war unglaublich dunkel, unglaublich stürmisch, unglaublich kalt und schrecklich nass. Ich bin kein Herbstmensch, ich bin kein Novemberfreund, überhaupt nicht. Und auch wenn mir viele dann einreden wollen, ach, kuschel dich doch zu Hause vor dem Kamin, trink einen Tee und lese ein Buch. Und ich mir dann denke, Leute, das mache ich das ganze Jahr, das macht den November auch nicht besser. Ja, aber, die Woche war lesetechnisch einfach nur geil. Es war, glaube ich, mit einer der besten Wochen in diesem Jahr, denn ich habe 3 Bücher beendet, gelesen und alle 3 waren grandios. Also es ist Wahnsinn, was diese Woche in mir vorging und ich ständig im Zwiespalt stand, höre ich jetzt, lese ich das gemeinsame Lesenbuch weiter oder lese ich am anderen. Also es war ein, ja, nicht nur ein Dialog in meinem Kopf, im Grunde haben ja 3 Stimmen gerufen, lese das, lese das, lese das und ich habe sogar in Momenten das Hörbuch gehört, wo ich sonst nie höre und ja, es war eine grandiose Woche, lesetechnisch. Und ja, darüber kann man dann natürlich das Wetter im November auch einfach mal vergessen. Aber bevor ich jetzt natürlich ausführlich schwärme, möchte ich euch natürlich erst erzählen, welche 3 Bücher ich in dieser Woche beendet habe, was es so ein bisschen in der Woche sonst gab. Es gibt auch einen coolen Neuzugang, was mit unserem Leseklub-Buch morgen ab morgen los ist, in welchem Kinofilm ich am nächsten Dienstag gehe und auch ein bisschen was zu meinem neuen Format von letzter Woche möchte ich erzählen. Aber ich denke, wir beginnen mit den Büchern. Ich überlege jetzt nur, in welcher Reihenfolge, wahrscheinlich in der Reihenfolge, wie ich sie beendet habe diese Woche. Ich glaube, das erstes beendet habe ich gestern Libellen im Kopf von Gavin Extens. Das ist der Nachfolger, das Nachfolgerbuch von Das unerhörte Leben von Alex Woods, das ja, glaube ich, 2014 ein Jahreshighlight von mir war. Und ich war mega, mega gespannt, was Gavin Extens uns mit diesen Libellen im Kopf so erzählen möchte. Und ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, es gibt ein neues Buch von ihm. Und habe mich noch mehr gefreut, als dann das E-Book bei mir eintraf. Dann habe ich abgeschlossen heute Morgen, noch im Bett liegend, ja, es hat mich alles in den Schlaf diese Woche verfolgt. Ich habe sehr wenig geschlafen diese Woche und ja, ich habe halt gelesen. Und ich heute früh schon vor meinem eigentlichen Aufwachen an einem Samstag auf war und dachte, ach Steffi, lese weiter. Und zwar Die Spiegelstadt wurde heute früh beendet von Justin Cronin, der 3. Teil der Passage-Trilogie und eigentlich wäre der letzte Leseabschnitt erst morgen gewesen, aber ich konnte nach dem heute geplanten Leseabschnitt nicht aufhören mit Lesen und musste es einfach zu Ende lesen. Ich dachte mir, nein, du hast jetzt nur noch 50 Seiten, es waren keine 50 Seiten mehr, so ganz, aber das liest du jetzt. Und ich lag weiterhin in meinem Bett und habe das weitergelesen. Ich konnte es nicht mehr weglegen und bin daher natürlich heute schon fertig anstelle morgen. Und dann habe ich bei den ersten Haushaltstätigkeiten am Samstag, beim mich fertig machen, beim Frühstück, habe ich dann mein Hörbuch dieser Woche zu Ende gehört. Und zwar Elias und Laia, eine Fackel im Dunkel der Nacht von Saba Tahir. Der 2. Band der Reihe, den ich mir auch diese Woche als Hörbuch geholt habe, oder schon letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann es jetzt genau auf meinem Handy gelandet ist. Ich habe schon den ersten Teil gehört, fand die Stimmen grandios und wusste eigentlich von vornherein, du musst dir ein Guthaben aufheben, wenn das neue, der 2. Band kommt, das willst du sofort hören. Und eigentlich war ja das Hörbuch auch angedacht erst irgendwie für Anfang Dezember. Da hatte ich dann die Hoffnung, dass ich es auf der Reise nach Regensburg zum bayerischen Booktuber-Treffen hören kann. Aber jetzt war es doch schneller da als erwartet, als angekündigt und ich habe es diese Woche verschlungen. Wie ihr seht, 3 Bücher, die eigentlich nicht unterschiedlicher vermeintlich sein können, aber sie haben eins gemeinsam, sie haben mich alle 3 begeistert und sie haben wirklich diesen inneren
Streit in mir ausgelöst, wo ich denn jetzt weiterlese oder weiter höre. So, jetzt atmen wir tief durch, denn es waren wirklich grandiose Bücher. Und wir fangen einfach mal ganz sachlich an mit Libellen im Kopf von Gavin Extens. Das ist am 14. November im Limes Verlag erschienen. Kostet als gebundene Ausgabe 20 Euro und als E-Book 16 und hat etwas um die 350 Seiten. Ist wie gesagt das zweite Buch von Gavin Extens, den man eben kennt von Das unerhörte Leben des Alex Woods. Was, wie ich denke, 2014 herausgekommen ist. Und ich habe mich mega, mega gefreut, dass es ein zweites Buch von Gavin Extens geben wird, weil ich eben Alex Woods so geil fand und ich das auch noch in so lebendiger Erinnerung habe. Und ich habe mir auch gar nicht groß den Klappentext durchgelesen von Libellen im Kopf, habe es beim Verlag angefragt und das E-Book ist bei mir eingezogen und ich habe mich mega, mega darüber gefreut. Vielen lieben Dank an den Limes Verlag. Um was geht es in Libellen im Kopf, beziehungsweise was könnte man mit dem Titel so richtig anfangen? Also im Grunde geht es da natürlich nicht um den Garten, um Libellen, nein, es geht um Abby. Und Abby wohnt zusammen mit ihrem Lebensgefährten Beck in einer Wohnung und eines Abends, sie kochen gemeinsam, merken sie, dass zur Spaghetti-Soße irgendwie die Tomaten fehlen und sie geht oder klopft beim Nachbarn an die Tür, hört irgendwie nichts, ist dann verwundert, dass so gar keine Reaktion kommt, weil der Nachbar eigentlich um diese Zeit immer zu Hause ist und sie geht in seine Wohnung hinein und findet ihn tot auf dem Sessel sitzen. Und das Erste, was Abby tut, ist 1,5 Zigaretten rauchen, die sie auf dem Couchtisch findet. Sie ist ein bisschen schockiert, ein bisschen sprachlos, ruft dann die Polizei, ist ziemlich verärgert, wie die Polizei am Telefon mit ihr umgeht, dass sie dreimal sagen muss, ja, der Nachbar ist tot, ja, er ist tot, ja, ich habe ihm doch gerade gesagt, er ist tot. Und sie dann eben zurück in die Wohnung geht, auch noch die Tomaten aus der Wohnung mitgehen lässt und bei der Polizeibefragung merkt, irgendwie war es vielleicht doch nicht so cool, erst eine zu rauchen oder die Tomaten mitzunehmen. Und sie sich so denkt, was wollen die eigentlich von mir? Ich habe doch nur Tomaten geholt. Ihr merkt, es war anfangs sehr, sehr lustig, aber wir merken schnell, dass bei Abby etwas nicht stimmt, dass sie ihre Höhen und Tiefen hat und dass sich auf eine Depression zurückzuführen lässt, in der sie eben himmelhoch jauchzende Momente hat, in denen sie sich ein geiles Kleid besorgt, zum Essen geht mit ihrem Vater, den sie gar nicht leiden kann und sie gleichzeitig als Journalistin unterwegs ist und ein sehr direktes und ehrliches Interview mit einer Lyrik-Bestsellerin führt und daran sich sozusagen auch zukünftig messen lassen müsste. Sie dann aber in einen Abgrund stürzt, indem sie Dinge tut, die einem im Nachgang unglaublich leid tun, dass sie diese durchleben muss, dass sie den Schmerz sucht, die Qualen sucht, sich selbst und auch ihrem Freund Beck das Leben nicht gerade leicht macht und eben dann sogar in einer Anstalt landet und dort jemanden trifft, mit dem sie nicht gerechnet hätte und ihr Leben da natürlich irgendwie gefühlt erstmal zu Ende ist. Warum ich denn noch lache, ist, weil es Gavin Extens in diesem Buch tatsächlich schafft, uns das Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt unglaublich realistisch rüberzubringen und er in einem offenen Brief am Ende des Buches auch sagt, dass er eben eigene Erfahrungen hat mit einspielen lassen und dass diese Sache eben irgendwie realistischer macht, echter macht, fühlbarer macht und man dann eben weiß, der Mann weiß, wovon er spricht. Und man dann durchaus eben auch einfach mit der Protagonistin mitlachen kann. Denn es gibt Momente, die sind unglaublich komisch, die sind unglaublich witzig erzählt. Allein, dass sie in die Wohnung geht, diesen Leichnam findet und erstmal eine raucht, wo ich so gedacht habe. Genau, ich glaube, selbst als Nichtraucher, das wäre der Moment, mit Rauchen anzufangen. Und ich wirklich so, ich habe sie einfach so gut verstehen können und dass sie dann doch noch die Tomaten mitnimmt und ihr Freund sie dann so zusammenscheißt im Grunde und sagt, du kannst ihm doch nicht die Tomaten klauen. Und sie halt dann locker antwortet, ja, das macht doch jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und ich einfach so
Ja, es waren so herzhaft lachhafte Momente dabei, wo man einfach gemerkt hat, ja, wahrscheinlich würde man in so einem Schockmoment einfach selbst auch so reagieren. Und was interessieren am Ende noch die Tomaten, ob ich die mitgenommen habe oder nicht? Wir wollten ja Abendessen. Und ich habe Abby in manchen Momenten einfach so gut verstehen können, gerade in ihren himmelhoch jauchzenden. Und dann kam eben der Umschwung in dieses zu Tode betrübt und man spürt, welche Emotionen der Autor uns fühlen lassen möchte. Und man sich dann selbst auch einfach kaputt fühlt, dunkel fühlt, düster fühlt. Das Wetter hat bei mir da definitiv beigetragen, obwohl ich also jetzt nicht sagen möchte, dass eine Wetterdepression diesem manisch-depressiven von Abby irgendwie nahe kommen, möchte ich gar nicht damit sagen. Aber man bekommt von Gavin Extens einfach dieses Gefühl rübergebracht und vermittelt, was in diesen Menschen vorgeht, was in Abby vorgeht, wie sie mit der Familie umgeht, wie sie mit Nähe umgeht, wie sie Beck immer zur Seite schiebt, wenn es irgendwie düster in ihrem Kopf wird. Und es war einfach eine Geschichte mit Höhen und Tiefen einer Protagonistin, die unglaublich sympathisch war, echt war, die einen manchmal auch genervt hat und man sich denkt sich so, Bitch Mädel, jetzt ist aber mal gut. Und man dann aber im nächsten Moment denkt, hups, sie kann ja gar nicht anders. Und ich fand es einfach so echt. Und es hat mich wirklich durch diese Echtheit unglaublich gepackt. Und man zieht eben so viel daraus. Man zieht so viel Lebenserfahrung mit sich. Und auch wenn man das selbst nicht erlebt hat oder nicht in dem extremen Maße erlebt hat, mit meinem Burnout war man ja auch schon sehr nahe einer Depression. Und man weiß, wie das ist, wenn man morgens einfach nicht die Kraft hat, aufzustehen und einfach, ja, einfach nichts von der Welt sehen möchte und wie man dann wieder aus diesem Loch herauskommen muss und es einen jeden einredet, dass man das muss. Und so fühlt es sich bei Abby eben auch an. Alle drumherum sind ständig bemüht und Abby dann auch selbst sagt, mir geht diese Bemühung total auf den Keks. Ich will normal behandelt werden. Ich bin Mensch mit Gefühlen und ich will nicht irgendwie wie eine kranke Gestörte behandelt werden und ständig gefragt werden, wie es mir geht. Und es gibt unglaublich tolle Momente in Abby und ich mochte sie einfach auch sehr, sehr gerne und ich konnte sie so gut verstehen, auch in ihren Momenten, die eben sehr düster und dunkel waren, und es wurde uns vom Autor einfach wirklich realistisch, zumindest für meine Begriffe, rübergebracht. Und als dann eben noch der offene Brief am Ende vom Autor dazu kam, dass er eben da eigene Erfahrungen hat einspielen lassen, dachte ich mir, es war einfach toll, wie er das gemacht hat. Also das Buch hat mich bewegt, es hat mich mitgerissen, mitgenommen und es hat eben diesen klassischen britischen Humor, den man schon bei Alex Woods gespürt hat vom Autor, dass man eigentlich, man muss genauso viel lachen, wie man eigentlich weinen möchte. Und das ist eine unglaublich tolle Mischung gewesen. Und es war wirklich ein Buch, was mich mitgerissen hat, begeistert hat, was, ja, ich wiederhole mich, ein absolut tolles Buch. Wer gerne mal etwas Ernsteres im Grunde lesen möchte, wer sich mit dem Thema vielleicht auseinandersetzen möchte, jetzt nicht auf reine Sachbuchebene, denn das ist es nicht. Also das muss man klar sagen, es ist natürlich Fiktion und es ist einfach toll rübergebrachte Fiktion und ich das einfach toll fand. Also es ist eine absolute Empfehlung, wer gerne mal etwas in diesem Genre lesen möchte, der ist bei Gavin Extens auf jeden Fall richtig. Und die Libellen im Kopf, muss ich ehrlich gestehen, passen im Nachgang des Lesens schon irgendwie zum Buch. Mir hätte der englische Titel, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ich habe es nur auf Amazon gelesen. Ich dachte, irgendwie hat das mehr Sinn gemacht. Aber Libellen im Kopf. Ja, man hat wahrscheinlich Libellen im Kopf, wenn einem da so komische Ideen durch den Kopf gehen. Also absolute Empfehlung. Hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gebracht. Das nächste Buch, das ich heute früh beendet habe und an dem wir gemeinsam 2 Wochen gelesen haben, ist Die Spiegelstadt von Justin Cronin. Und eigentlich gibt es keine Worte für diese Geschichte, für dieses Buch. Es ist episch groß und einfach nur grandios. Und auch der letzte Teil, Die Spiegelstadt, ist nicht einfach ein Ende, sondern es ist ein, es ist einfach der Wahnsinn.
Es ist der dritte und abschließende Teil der Passage-Trilogie, die ja begonnen hat mit der Übergang, dann kam die 12 und jetzt die Spiegelstadt. Und wir haben jetzt ja eigentlich in jedem Monat einen der Bücher gemeinsam gelesen. Es begann ja mit, dass einige Booktuber in ihrem einschüchternden Subtag den Übergang genannt haben mit etwas über 1000 Seiten, sich dann eine Facebook-Lesegruppe zusammengetan hat. Und ich glaube, da konsequent 3-4 Leute tatsächlich jetzt bis zum Ende ja, gelesen haben, durchgehalten haben und wir einen ganz, ganz tollen Austausch haben und hatten. Und ich hoffe, dass wir noch einige Bücher mehr lesen. Mit dabei waren die liebe Anita, die liebe Mascha und auch die liebe Laura. Und Mascha und Laura findet ihr die Kanäle auch in der Infobox. Und die liebe Anita ist ja eine ganz liebe Zuschauerin, die immer rege schon kommentiert. Und wir haben mittlerweile auch einen ganz, ganz tollen Austausch im privateren Bereich. Und man merkt einfach bei uns allen Vieren, dass uns diese Geschichte mitgenommen hat, begeistert hat, gerissen hat, mitgerissen hat. Sie hat uns wahrscheinlich auch gerissen und zerrissen und vielleicht brennen wir auch einen Moment, während wir diese Bücher gelesen haben, auch wenn ich diese Bezeichnung nach, ich fürchte mich nicht mehr hören möchte, aber ich glaube, wenn mich eine Geschichte zum Brennen bringt, dann tatsächlich die Passage-Trilogie von Justin Cronin. Erschienen ist die Geschichte am 31. Oktober diesen Jahres im Goldmann Verlag und mir wurde das E-Book auch von diesen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Gebunden kostet das Buch 24,99 als E-Book 19,99 und es hat 992 Seiten. Und damit ist man ja so fast bei 3000 Seiten dieser grandiosen Geschichte. Und euch jetzt die Handlung aus 3000 Seiten zu erzählen, ist ja gar nicht wirklich möglich. Und ich möchte ja auch gar nicht erzählen, was im dritten Teil passiert, weil ich natürlich Band 1 und 2 komplett spoilern würde und es natürlich irgendwie doof wäre. Die Geschichte, die Passage-Trilogie, geht darum, dass es einen Virus in die Welt schafft, von einem Professor oder ja in der Army und dieser Virus an 12 Strafgefangenen getestet wird und dieses Virus dann im Grunde seine eigenen Wege geht, denn diese Menschen verwandeln sich in die 12 und es gibt nur ein Mädchen außerhalb der 12, die das vielleicht irgendwie verbindend mit unserer Welt verhindern kann. Und das ist Amy. Und Amy spielt ab dem ersten Band eine unglaublich große Rolle und ist ein Mädchen ohne Nachname, ein Mädchen von nirgendwo, die ihre Mutter verloren hat, die kurzzeitig in einem Kloster war und die dann eben ja, so ihren ganz eigenen Weg geht und bereits im ersten Teil ja, immer wieder auftaucht und uns den Atem halten lässt. Während der Virus eben wütet, 7 Milliarden Menschen einfordert und es nur ein paar Überlebende gibt, die glauben, ja, sich irgendwie noch schützen zu können, schützen zu müssen, die nur ums Überleben kämpfen und wir die Geschichte über viele, viele Jahre sozusagen jetzt bis zum Ende verfolgen. Ich möchte auch gar nicht die Jahreszahl nennen, die vergeht, denn ich weiß nicht, ich glaube, das könnte jetzt entweder zu Verwirrung sorgen oder für Spoiler sorgen. Dementsprechend, ja. Wir erleben also eine Menschheit am Abgrund, eine Menschheit, die durch ihre eigene Dusseligkeit sozusagen so ein Virus sich auszudenken für das ewige Leben, ja, im Grunde selbst zugrunde richtet. Und wir hier eben Virals haben, so nennen sich diese Gestalten mit dem Virus, die eben, ja, so ein bisschen wie Vampire funktionieren, also der Sonne nicht zu nahe kommen wollen, blutrünstig sind und ja, eben ständig auf der Jagd nach Nahrung sind. Und es gibt dann eben 2 Handvoll Menschen, die irgendwie versuchen zu überleben und und wir eben neben der Dummheit der Menschen, die diesen Virus überhaupt möglich gemacht hat, eben auch erfahren, was Menschlichkeit ist und wie Menschen eben, wenn es aufs Ende zugeht oder das Ende nahesteht oder die Katastrophe vor der Tür steht, wie Menschen da so miteinander umgehen. Man kann es als Dystopie bezeichnen, denn es ist eine unglaublich düstere Stimmung. Bei einer Dystopie ist natürlich eigentlich so ein politisches Regime gefragt. Das haben wir hier ja nicht. Wir haben hier
eigentlich einfach eher so eine apokalyptische Stimmung. Und es ist definitiv kein Jugendbuch, es ist ein Erwachsenenbuch, denn es ist grausam, es ist gewalttätig, es ist blutig, es ist, ja, wie die Menschheit eben manchmal so sein kann. Und es ist einfach, ja, ihr merkt es schon, bei mir überschlägt sich alles im Kopf, es ist einfach unglaublich. Auch die dritte Geschichte hat mich mitgerissen, es hat mich tief im Innern bewegt, es ist Wahnsinn, was Justin Cronin sprachlich schafft. Das, was er zwischen den Zeilen erzählt, wie er das rüberbringt, wie er einen eigentlich mit wenigen Worten und scheinbar wenig Erzählten zurücklässt, man darüber nachdenkt und man sich denkt, meine Güte, was kann dieser Mann? Es ist total merkwürdig, wie oft ich mich das gefragt habe und wie er das gemacht hat, dass er erzählt Geschichten, es gibt verschiedene Stränge, die irgendwie alle miteinander zu tun haben, man immer ein Teil dieser Geschichte ist, man wirklich immer mitgeht, man mit diesen Charakteren mitfühlt, man Charaktere liebt und man einfach immer nur in einer Hoffnungshaltung ist und aber genau weiß, dass es wohl kein wirkliches Happy End geben wird, denn das liegt Justin Cronin definitiv auch nicht und man eigentlich immer Angst hat, was als nächstes passiert, man in so einer Achtungssitzung da sitzt und sich denkt, was kommt nun, wie geht es weiter, gibt es noch einen Weg daraus, was und wohin, und Justin Cronin hat ein ganz feines Gefühl, finde ich, wie Menschen ticken, wie ich ticke, weil bei mir hat er das definitiv geweckt und er das auf ganz leichten, unglaublich spannendem Weg erzählt und man manchmal einfach nur sprachlos vor Kapiteln sitzt und sich denkt, das hat er jetzt nicht geschrieben. Und es ist eben diese feine Emotion, die sich nach 1000 Seiten oder nach jetzt 3000 Seiten im Herzen aufmacht, im Kopf aufmacht. Man lacht, man weint, man hofft, man bangt, man freut sich. Und es ist wirklich so, ich hatte unglaublich oft einen Kloß im Hals, ich habe ganz oft Tränen geweint und ich hatte auch den ein oder anderen Moment, wo ich das Buch erstmal zugemacht habe und gedacht habe, nein, das willst du jetzt nicht lesen, das willst du jetzt nicht sehen, das willst du dir jetzt nicht vorstellen. Und es gab aber natürlich kein, ich renne jetzt davon, es gab keine Fluchtmöglichkeiten, weil 5 Minuten später, ich muss es lesen, ich muss es wissen, ja. Auch das Aufteilen des Buches in 2 Wochenabschnitten haben wir ja bei allen dreien so gemacht, fand ich perfekt. Ich glaube, wenn man diese Bücher wegsuchtet, und man kann ja durchaus 1000 Seiten, wenn wir viel Zeit haben, ich sag mal auch in 4-5 Tagen lesen. Bitte all die, die langsam lesen, stöhnt jetzt nicht auf. Es ist theoretisch möglich. Ich habe auch schon 300 Seiten Bücher an einem Abend gelesen. Also von daher, wenn ich das so als Schnitt nehme, ne, ist man nach 3-4 Tagen durch. Dementsprechend könnte man diese Reihe in 2 Wochen lesen. Entweder erschlägt sie einem komplett oder man bekommt manche Feinheit einfach nicht mit, wo man eben tatsächlich in dieser Aufteilung einfach die Möglichkeit hatte, drüber zu schlafen, drüber zu sprechen. Und das war wirklich etwas ganz Wichtiges, was mir unglaublich gut tat, dass ich meine Gedanken geformt habe, mir auch Notizen während des Lesens gemacht habe, mir auch Zitate rausgeschrieben habe und ich einfach diese Geschichte auch gelebt habe und auch mit den Menschen, mit denen ich sie geteilt habe, wir uns, ja, wir manchmal parallel zueinander ähnliche Gedanken haben, uns Fragen gestellt haben, versucht haben, die Fragen des anderen einfach mit so einfließen zu lassen. Jeder die Geschichte natürlich aus einer anderen Perspektive liest und ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr Wälzer zu Hause habt, sucht euch jemanden, der den mit euch liest, teilt ihn euch gut in 50, 60 Seiten am Tage ein und Es ist, wenn ich drüber nachdenke, ich hatte vor dem Übergang so einen Respekt und dachte, 1100 irgendwas Seiten, keine Ahnung, das wirst du nie lesen. Dann hatte ich ja auch noch die 12 versehentlich auf meinem Sub liegen, weil ich gar nicht die 12 als zweiten Teil zum Übergang damals begriffen habe, als ich mir das Menge-Exemplar geholt habe. Und auch noch so ein Wälzer. Und jetzt bin ich durch. Es ist, den letzten Leseabschnitt heute früh zu lesen, also schon den vorletzten, und sich zu denken, ich glaube, Anita hat es Donnerstag schon gepostet, oh, wir haben nur noch 140 Seiten. Und man steht so da und denkt sich, wir haben nur noch 140 Seiten, ist das nicht irre? Von einem 3000 Seiten Buch. Und für mich ist das eine ganze Geschichte. Und es ist nicht nur geil, dass es jetzt zu Ende ist,
sondern es ist auch einfach geil, dass man diese Geschichte so genossen hat, dass man sie so, dass sie einen so mitgenommen hat, dass sie einen so tief im Herzen bewegt hat. Und es ist nicht nur ein Monats- oder Jahreshighlight. Ich habe schon nach der Übergang und nach die 12 gesagt, das ist für mich ein Lebenshighlight. Und es ist bombastisch. Und jeder, der Science Fiction, der apokalyptische Geschichten mag, der und der Düsternis mag und der so ein bisschen Grusel mag und der so dieses Endzeit-Feeling mag, der ist hier einfach richtig. Und dann heute dann noch die wunderbare Danksagung von Justin Cronin an seine Tochter, die mich so bewegt hat, diese zwei Sätze, dass er seiner Tochter dankt, die sich eine Geschichte gewünscht hat, wo ein Mädchen die Welt rettet und er dann noch so schön geschrieben hat, und das ist sie jetzt, mein Schatz. 10 Jahre später hältst du sie in den Händen. Und man denkt sich so, boah, war das seine Idee, da ein Mädchen zu schaffen, das irgendwie vielleicht die Welt retten kann, sollte, müsste. Und dann ist dem sowas eingefallen. Also wenn das die Grundidee war, ich kann schon verstehen, warum das die Tochter diese Geschichte wollte und sich vielleicht selbst darin erkannt hat, dann am Ende. Und man sich so denkt, dieser kleine Strang, den man am Anfang des ersten Teiles spürt, war die Idee für dieses Große. Und es ist, ja, es gibt ja bereits, sind es nur Gerüchte oder tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war irgendwo schon bestätigt, dass die Buchreihe als Serie verfilmt werden soll. Und ich kann mir das unglaublich gut vorstellen und ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, Sie können die Gefühle, Emotionen und was im Leser vorging irgendwie aufs Bild bringen. Und dann werde ich auch die Serie lieben. Also ich finde gar keine anderen Worte und ich hadere. Es gäbe so viele Dinge und Szenen, die ich erzählen möchte und die mir im Kopfe umhergehen. Und es, aber nein, ich möchte wirklich, dass jeder dieses Lesegefühl selbst erlebt und jeder sollte dieses Buch gelesen haben. Diesen 3000 Seiten Klopper, man sollte keine Angst vor diesem Wälzer haben. Und es sind ja mittlerweile auch alle 3 Teile da, das heißt, man muss nicht warten, man muss keine Angst haben, dass irgendein Teil nicht rauskommt. Es sind alle 3 Teile da und es ist einfach der Wahnsinn. Und es ist wirklich Hut ab vor Justin Cronin, der, oh, ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut, der mich einfach so begeistert hat und mitgerissen hat in einem Genre, wo ich es nicht erwartet habe, dass mich was so bewegen kann, dass mich sowas mitreißen kann. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon über das Buch spreche. Es tut mir echt leid für alle, die es nicht interessiert hat. Es, ja, ich bin einfach hin und weg und möchte, dass das bei jedem gefühlt ankommt, weil es wirklich ein Wahnsinnsbuch war. Und ich danke jetzt so abschließend nochmal den 3 Mädels, wir waren 4 Mädels, also den 3 Mädels, die bis zum Ende durchgehalten haben und wir uns einfach wunderbar ausgetauscht haben. Und ich hoffe, dass wir noch so manchen Wälzer gemeinsam lesen. Und ja, also es war wirklich toll, es hat unglaublichen Spaß gemacht und ich bin so gespannt, was alle anderen dann morgen schreiben werden, am Sonntag, wenn der letzte Leseabschnitt gelesen wurde. Beziehungsweise, man weiß ja nicht, wer sich heute, genauso wie ich, nicht zurückhalten kann, das gar zu beenden. Und ja, es war einfach grandios. Und damit endet die Lobrede auf die Passage-Trilogie, die ich wirklich bombastisch fand. Nach all der Schwärmerei für die Passage-Trilogie geht es nun weiter mit Schwärmerei. Denn ich habe den 2. Teil von Elias und Laia, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, auf meinem Handy über das Audible-Abo gehört. Ich blende euch das Cover natürlich ein. Ja, Elias und Laia 2 trägt den Untertitel Eine Fackel im Dunkel der Nacht. Es ist geschrieben von Saba Tahir, ist am 11.11. diesen Jahres im One Verlag erschienen. Kostet gebunden 17 Euro, als E-Book 12 Euro und ich habe es über mein Audible-Abo für 9,99 gehört. Hat 512 Seiten, eine Hörzeit von 16 Stunden und ein bisschen was 20 Minuten. Und es ist in keiner dieser 16 Minuten und 20 langweilig. Gesprochen von Mari Bierstedt, Maximilian Atacho und Julia Stöppel. Unglaublich tolle Stimmen, die
einen einfach mitreißen. Ich mochte schon das erste Hörbuch und Elias und Laia, der erste Teil, war mein erstes Hörbuch im Audible-Abo im Januar. Und ich war hin und weg nach dem Hören des ersten Teiles und bin ja seitdem Audible auch verfallen und freue mich jeden Monat auf ein neues Hörbuch und so auch auf Elias und Laia, wo ich genau wusste, ich werde es wieder hören, mir auch ein Abo aufgehoben habe, damit, wenn es im November, Dezember kommt, ich es dann auf jeden Fall gleich hören kann und nicht auf das nächste Guthaben warten muss. Und ja, Elias und Laia, worum geht es im Groben der Geschichte, ohne jetzt auf den zweiten Band einzugehen? Elias und Laia leben in einer Welt, die unterteilt ist in Martianer, das sind die Herrscher der Gesellschaft, und trägt im Grunde die Armee, die Kämpfer tragen da Masken. Und auch Elias ist eine Maske und er ist aber eine nicht gerade stolze Maske, denn er hält eigentlich davon im ersten Teil schon nicht allzu viel und fühlt sich nicht wie eine Maske, die einfach nur gehorsam ist und einfach nur Macht ausübt und töten soll. Und er ist nicht gerne eine Tötungsmaschine. Er hat eine gute Kollegin, Freundin, Helena, die wir bereits im ersten Teil kennen und auch ein bisschen lieben lernen, denn ich fand sie schon im ersten Teil großartig und fand es toll, dass sie im zweiten Teil jetzt ihren eigenen Erzählungsstrang bekommen haben, denn wir erleben den zweiten Teil aus diesen drei Perspektiven. Zu den beiden eben genannten kommt eben auch Laia, die im ersten Teil ihre gesamte Familie im Grunde verliert. Ihr Bruder wird verschleppt in ein Gefängnis und sie steht als junges Mädchen, als Sklavin, dann im Grunde ganz alleine in einer Welt da und wird dann auch noch die erste Sklavin von der Inquisitatorin. Meine Güte, schwieriges Wort. Und ja, wir erleben dann im ersten Teil eben auch den Kampf der Maskenanwärter und erleben dort die Härte der Welt. Und wir erleben eben bei Laia, wie sie um ihre Familie trauert, wie sie um ihre Welt trauert, wie sie in ihren Gefühlen gefangen ist und wie sie eigentlich nur daran denkt, ihren Bruder irgendwie zu retten und dass es eben eine Rebellion gibt, die vielleicht tatsächlich Laia irgendwie helfen können. Und es gibt im ersten Teil noch wenig Bezug zwischen den beiden Charaktere, die wir verfolgen. Es ist im ersten Teil keinerlei Liebesgeschichte zu spüren. Man fragt sich natürlich, warum heißt das Buch dann so, weil es eben einfach diese beiden Charaktere beinhaltet. Und der erste Band hat durch eine unglaublich tolle Story, einen bildhaften Erzählstil, ganz viel Grauenvolles und dennoch Geniales einfach mich überzeugt. Das war ein absolutes Monatshighlight im Januar und der zweite Teil ist ein absolutes Monatshighlight des Oktobers. Nein, wir sind natürlich im November, richtig? Oktober? Steffi? Ja, wir sind natürlich im November und es ist eine Reihe, eine Jugendbuchreihe, die mich genauso packt, genauso mitreißt, trotz mancher Schwäche der Charaktere, trotz manchem Hin und Her, trotz genialen Wendungen, die ich manchmal echt doof fand, aber nicht im Sinne, dass ich sie doof fand, weil irgendwas dran doof war, sondern ich wollte es einfach nicht so und ich einfach bestürzt war, wie manches geschehen ist. Es ist einfach geil. Es war eine Geschichte, die mich von den ersten Minuten an wieder mitgerissen hat, die mich in diese Welt mitgerissen hat, weil sie direkt dort ansetzt, wo der erste Teil aufhört. Also man könnte im Grunde übergangslos weiterhören. Man hat kein Vierteljahr, was irgendwie vergangen ist, wo man sich fragt, und was ist denn da passiert in diesem Vierteljahr, was ich mal gar nicht leiden kann bei zweiten oder dritten Teilen, wenn man sich denkt, und warum wird uns nicht erzählt, was da passiert ist? Und man einfach nur voller Begeisterung am Hören ist, man durch das Hören sich unglaublich wie ein Film vor einem abläuft. Der Schreibstil von Sabata hier ist bildhaft, ist gewaltig, ist nicht irgendwie ausufernd, langatmig. Es gibt keine Länge in diesen 16 Stunden. Es war durchweg spannend, es wurden Spannungsbögen aufgebaut, es ist etwas passiert, es gab Wendungen, die man überhaupt nicht sich vorstellen konnte. Es sind Dinge passiert, wo ich am liebsten das ganze Handy gegen die Wand geknallt hätte und gedacht hätte, nein, 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 das kann einfach nicht passieren. Und es ist aber passiert und man das erstmal in den Kopf bekommen muss. Es ist so viel passiert, so viel Grandioses in dieser Erzählung. Es gibt Wendungen, die man überhaupt nicht hat kommen sehen, wo man dann dort sitzt und denkt,
Das kann sie doch jetzt nicht machen. Und Sabata hier hat es aber gemacht. Und sie hat es gemacht auf eine Art und Weise, die man einfach nur begeisternd mitnehmen kann, die einen nur mitreißen kann, die einen gefühlt durch Höhen und Tiefen innerlich einem mitnimmt. Natürlich gibt es so manche Schwäche. Mir geht manchmal das Gejammer von Laia tatsächlich sehr auf den Keks. Auch manchmal diese ständige nur nach ihrem Bruder Gesuche, wo ich so denke, Mensch Mädel, jetzt reiß dich mal zusammen und denk mal an das große Ganze. Es gab Verluste von Menschen, die mich zum Weinen gebracht haben, Verluste, die tief in mir irgendwas zerbrochen haben und ich nur ansatzweise nachvollziehen kann, wie sich der Protagonist in dieser Geschichte dann gefühlt haben muss, der Charakter gefühlt haben muss. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das sind ja eigentlich nur erfundene Charaktere, ne? Ist doch eigentlich egal, wie die sich fühlen. Nein, aber ihr seht, also ich war total in dieser Geschichte drin und es gab Momente, da ich saß wirklich weinend davor. Das ist bei einem Hörbuch nicht immer so gut, weil man ja nicht immer zu Hause sitzt mit seinem Buch. Nein, man ist unterwegs und ich habe dieses Hörbuch tatsächlich sogar während meiner Autofahrt vom Büro nach Hause gehört und umgekehrt. Und ich habe da nur so 10, 12 Minuten und ich habe die Ohrstöpsel erst mit Betreten des Bürogebäudes herausgenommen. Ich habe das so herausgezögert. Ich habe die Ohrstöpsel schon im Büro hineingetan und das Handy in der Hand gehalten, als ich das Büro verließ, um zu hören, um es ganz schnell dann im Auto umzustöpseln, damit es im Autoradio sozusagen läuft, weil Kopfhörer im Auto geht ja nicht. Deswegen, ich habe das ganz ordnungsgemäß gehört. Ich habe es bis zur Haustür gehört, bis in die Wohnung gehört und sogar beim Umziehen teilweise versucht, es zu hören. Dann dachte ich mir, es ist Zeit, die Kopfhörer rauszunehmen und weiterhören zu lassen. Ich habe es bis zur Toilette mitgenommen, um zu hören. Ich habe es beim Baden gehört, beim Putzen gehört, beim Einkaufen gehört. Das kann man gar nicht erzählen. Das ist so irre. Es war so gut erzählt. Nicht nur die Geschichte, nicht nur die Handlungen. Ich mochte auch, dass wir diesmal einen neuen Perspektivstrang erzählt bekommen mit Helena, die ich im ersten Teil schon toll fand, aber nicht nachvollziehen konnte, was dieser Charakter gerade denkt und fühlt, wenn sie es nicht gerade Elias erzählt hat. Und wir hier einfach nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Welt bekommen und Helena an einem anderen Ort ist und uns somit natürlich auch was erzählen kann, was uns natürlich für die andere Geschichte weiterbringt. Und es war einfach Hammer. Und wie vorhin schon gesagt, ich saß wirklich in einem Zwiespalt teilweise. Hier liest du die Spiegelstadt, hörst du Audible, dann kamen die Bellen im Kopf dazu und man denkt sich so, der Kopf ist zu klein für diese vielen grandiosen Geschichten. Und ich bin heute noch sprachlos. Ich habe es ja vorhin erst zu Ende gehört und ich... Ja, es ist ein Wahnsinns zweiter Teil, der besser ist als der erste. Und man muss ja ehrlich sagen, das gibt es unglaublich selten in Trilogien, dass der Band 2 noch den ersten überholt. Und wenn das so weitergeht, und es ist wohl eine vierteilige Reihe geplant, ich konnte das noch nirgendwo richtig bestätigt sehen, immer mal nur so, man glaubt das. Wie soll das werden? Also dann sind wir doch alle nach dem vierten Teil total am Ende. Unglaublich, was Sabata hier geschaffen hat. Es ist eine etwas erwachsenere Jugenddystopie. Definitiv hier passt das Wort Dystopie. Ich würde nicht sagen, dass es jugendlich ist von 12 bis 16. Ich würde sagen, junge Erwachsene vielleicht ab 16. Und das ist wirklich eine Reihe, die mich genauso mitreißt, wie es Panem gemacht hat. Es hat ähnliche Stärken, es hat manchmal auch eine kleine Schwäche, die man aber absolut... Ja, die auch einfach sein muss. Also es muss eben auch mal sein, dass man die Augen rollt über den Charakter, dass man ihn dann aber wieder toll findet. Und das ist im echten Leben ja auch so. Es gibt manchmal Menschen, die man liebt, aber manchmal trotzdem einfach die Augen rollen muss. Und es gibt auch nervige Menschen, die einen manchmal vielleicht doch zum Lächeln bringen. Und so, wisst ihr, so ist einfach das Leben. Und ich will, dass diese Reihe verfilmt wird. Ich will sie auf großer Leinwand genießen. Und wobei ich habe sie ja schon in meinem Kopf, das ist ja die größte Leinwand überhaupt. Es war grandios. Jeder sollte mit dieser Reihe anfangen. Wer sonst Jugenddystopien etwas skeptischer gegenübersteht, der braucht hier gar keine Angst zu haben. Dadurch, dass sie wirklich einen sehr erwachsenen, grausamen Teil auch hat, dass da manchmal wirklich Dinge passieren, wo man denkt, ugh. Und es erinnert mich tatsächlich vom Gefühl,
vom Gefühl her manchmal ein bisschen an das Lied von Eis und Feuer, was die Grausamkeit angeht, was man erleiden muss, erdulden muss, was die Charaktere erleiden müssen. Aber natürlich so eine Spur weniger Fantasy. Es gibt hier natürlich auch Fantasy-Aspekte darin, denn manche Charaktere können auch etwas Fantasievolles gut, wo ich so manchmal dachte, in welche Richtung könnte es jetzt gehen? Aber es hat der ganzen Geschichte gut getan, keinen Abbruch. Es war einfach Hammer. Also drei geniale Bücher dieser Woche. Und weil die so geil waren, muss ich jetzt erstmal einen Schluck Tee trinken, weil ich glaube, meine Stimme ist sonst gleich dahin. Ich bin einfach hin und weg. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Elias und Laia zu hören, dann macht das, weil alle drei Stimmen und auch schon die vom ersten Teil, es war wirklich Hammer. Es war einfach nur der Wahnsinn. Hören, genial. Und das wären für mich tatsächlich auch Bücher, die ich mir mal ins Regal stellen werde, weil ich die wirklich in meinem Regal sehen möchte. Ja, eigentlich bin ich ja kein solcher Mensch. Ich lege da keinen Wert drauf, aber bei diesen Büchern, ja, was soll ich sagen, ist alles ein bisschen anders. Grandios, drei geile Bücher diese Woche und ja, nach meinem Schluck Tee geht's weiter. Ja, nach all der Begeisterung und einem Tee geht es jetzt mit einem sehr coolen Neuzugang dieser Woche weiter. Und zwar ist bei mir ein Buch aus dem Heine Verlag angekommen, das ich ja auch auf Instagram gepostet habe. Denn es kam nicht nur das Buch, sondern es kamen auch Hotelschlappen, die jetzt in meinem Bad liegen. Ja, ich gehe es jetzt aber nicht um. Ja, und zwar fand ich das sehr cool. Es ist ein unangefragtes Rezensionsexemplar und zwar von Arne Ahlert Moonetics. Und ja, man hat da eben, wie man schon am Titel erkennt, es geht da eben um Moonetics, klingt ja nach einer Hotelkette. Und es geht hier eben um die nahe Zukunft. Wir haben einen Webdesigner und das ist ein begeisterter Globetrotter, der schon so gut wie jedes Land der Erde besucht hat. Als er eines Tages ein beträchtliches Vermögen erbt, erfüllt er sich einen lang gehegten Traum. Er fliegt zum Mond, um dort 3 Wochen entspannt Urlaub zu machen. Es ist der Beginn des größten und verrücktesten Abenteuers seines Lebens, denn auf dem Mond geht die Party erst richtig los. Es ist ein knapp 570 Seiten Wälzer, der mich aber total anfixt. Also ich weiß gar nicht, wie mir dieses Buch durch die Lappen gehen konnte. Es ist wohl jetzt auch erst im November erschienen. Kostet als Klappbroschur 14,99 ja in Deutschland und ist am 14.11. erschienen. Es heißt hier bissig, originell und voll geniale Ideen. In Moonetics hält Arne Ahlert der gegenwärtigen Spaßkultur einen Spiegel vor. Ich bin sehr gespannt, wie die Mischung aus Science Fiction und lustig irgendwie funktionieren soll. Und hier ist sogar ein Hotelprospekt dabei, deswegen gab es auch Hotelschuhe. Hotel Levania, The Last Resort, erleben Sie die lunare Leichtigkeit des Seins. Und es ist wirklich aufgemacht wie so ein Flyer. Ich finde das so geil. Das Hotel Levania, was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. Und es gibt eine VR-Lounge, es gibt eine Smookers-Lounge, gerne auch mit unserem frischen Gras aus eigenem Anbau. Man kann Volleyball spielen und Pool. Und hier sind Leistungen, Frühstücksbuffet, Lunchpaket für Ausflüge, High-Tea, Dinner à la carte, Gin Tonics, all you can drink, Atemluft, all you can breathe, Golfausrüstung, medizinische Versorgung und Einsagungen und Beisetzungen gegen Aufpreis, Aktivitäten, was es alles gibt. Und es gibt Ausflüge, die Apollo Landing Sites kann man sich angucken. Man kann Übernachtungen im mondänen Chalet de la Lune machen. Und hier hinten heißt es, es gibt auch noch ein Hippiedorf. Und dann heißt es eben Lektürtipp für Ihren Aufenthalt. Und dann wird das Buch nochmal gezeigt. Also ich finde, es klingt unglaublich unterhaltsam. Und es ist, ich glaube, tatsächlich ein Buch für den Winter, weil man da einfach gute Laune braucht. Und ja, ich danke dem Heine Verlag für diese lustige Idee, mir das Buch zuzuschicken und auch überhaupt über dieses Buch. Bin sehr gespannt, ob es meine Art von Humor sein wird und ob es mir gefallen wird. Und ihr werdet das auf jeden Fall dann in der Bücherwoche sehen, wenn es mich, ja, mitgerissen hat oder eben nicht. Also ihr werdet es auf jeden Fall wiedersehen und ja. Das zum Neuzugang dieser Woche. Ja, es gab diese Woche ein neues Format auf meinem Kanal und zwar am Dienstag
Und das ist ein neues Format, was ich letzte Woche schon kurz vorgestellt habe. Jetzt ging ja das erste Hangout sozusagen live. Am Dienstag 19.30 Uhr war es soweit. Mit der lieben Laura Newman habe ich ein mehr oder weniger Interview geführt. Und das Interview war aber natürlich sehr locker, einfach so, wie uns danach war. Wir haben nicht nur über Themen gesprochen, die ihre Bücher betreffen, sondern natürlich auch über allerlei andere Dinge, die uns irgendwie bewegen, beschäftigen. Und es war auch unglaublich toll, wie viele Leute im Chat dabei waren, welche tolle Fragen da gekommen sind. Und ich plane jetzt natürlich schon den nächsten Talk, der am Dienstag in der Woche dann online gehen wird, hoffentlich. Und ich stehe da jetzt gerade in den intensiveren Gesprächen oder starte diese jetzt. Und sobald ich da natürlich die Spannung sozusagen dann auflösen möchte, erst seht ihr das auf Facebook, Instagram und dann auch in meiner nächsten Bücherwoche natürlich, wo ich dann natürlich auch berichte, wer da sein wird. Aber ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon und wenn es euch gefallen hat, ihr findet das Video natürlich auch mal in der Infobox, guckt gerne rein, lasst euch nicht abschrecken von 3 Stunden, nehmt euch einfach einen Kaffee und teilt es auf 2, 3, 4 Abschnitte ein und ich wünsche euch da eine gute Unterhaltung. Also ich hatte wirklich einen schönen Abend, lustigen Abend, hat super viel Spaß gemacht. Ja, ab morgen geht es los in unserem Facebook-Leseclub. Wir lesen You, du wirst mich lieben. Und ich selbst habe in der Gruppe Donnerstag oder Mittwoch irgendwann gefragt, was denn von den Mitlesern so die Erwartungen an das Buch sind und habe mir natürlich dann selbst so überlegt, was meine Erwartungen sind. Denn es ist ja an sich eine Story, die mich so nicht angesprochen hätte. Es war also somit nicht mein Subbuch, das kann ich jetzt verraten. Und ich war tatsächlich hin und her gerissen, ob ich es mitlesen möchte. Möchte ja aber offen sein in meinem Lesen, in meinen Gedanken. Und habe mir You jetzt als E-Book geholt. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, das Buch wird nichts, was ich im Regal stehen habe. Ja, das zum Thema offen und objektiv. Nein, also ich glaube einfach, dass es einfach auf meinem E-Book-Reader ein besseres Zuhause finden wird als in meinem Regal. Und man muss auch dazu sagen, dass es gebraucht nicht ganz so günstig war. Und ich glaube, das günstigste Gebrauchtangebot gerade 1,20 Euro günstiger war als das E-Book. Und ich dann dachte, das E-Book bietet sich einfach an, weil ich habe auch diese Woche Spätschicht, habe also in der Mittagspause auch sehr viel Zeit sozusagen zu lesen und werde dann eben den E-Book-Reader mitnehmen. Zudem habe ich 2 Arzttermine diese Woche und kann da dann eben auch im Wartezimmer lesen. Ja, man muss das wirklich praktisch sehen. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, das ja so ein bisschen in eine Stalking-Thriller-Richtung geht, auch wenn, glaube ich, nicht Thriller draufsteht oder doch. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, weil ich das Cover nicht mehr so vor Augen habe. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, dass man das Buch ja scheinbar aus den Augen eines Stalkers sieht. Deswegen ja auch, du wirst mich lieben. Und ich erhoffe einfach, dass es nicht so eklig wird, wie ich es befürchte, dass es nicht zu abstrus wird, dass die Gedankengänge nachvollziehbar sind und man vielleicht am Ende den Stalker verstehen kann. Ja, das sind meine Hoffnungen und Erwartungen an dieses Buch, dass wir eben auch einen Menschen hinter diesem Stalker kennenlernen, was ich ja gerne bei Thrillern habe, dass man eben den Täter, den Irren sozusagen, nicht einfach nur als Irre abstempelt und sagt, das ist halt der Böse, sondern dass das Böse eben auch einen Grund hat, warum es irgendwie böse ist. Und das ist so ein bisschen meine Erwartungen an You. Ich bin sehr gespannt auf die Leserunde, bin sehr gespannt, was andere dann wieder darüber sagen. Es sind doch einige, die mitlesen und freue mich da natürlich auf den regen Austausch. Wer also mitlesen möchte, das Buch vielleicht auch auf dem Sub hat oder noch schnell als E-Book sich besorgen möchte, ihr findet natürlich den Leseclub unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei, lest mit. Und dann wird ja, ich denke mal so in 2 Wochen, so um den 1. rum, dann wieder abgestimmt schon für das Dezemberbuch. Und da schauen wir dann einfach mal, was es als nächstes wird. Diesmal also You, du wirst mich lieben. Ja, auch morgen oder Montag, ich weiß es gerade gar nicht mehr, gibt es eine kleine Challenge. Und zwar der liebe Phil und die liebe Susan und ich öffnen uns einem neuen Genre und das im wahrsten Sinne des Wortes, blödes Wortspiel, und zwar New Adult. Ja, ich bin ja ein bisschen geprägt, ich habe ein New Adult Buch gelesen, fand es schrecklich, habe nur Kopfschütteln davor gesessen und dachte mir, nie wieder. Kann auch sonst nicht sehr viel mit diesen
erotischen Gedanken junger Menschen eigentlich anfangen, geschweige denn, dass ich lesen möchte, wie sie so ihre Jungfräulichkeit verlieren. Das fand ich bei mir schon nicht so aufregend, warum sollte ich es von anderen lesen? Und dass es eigentlich einfach kein Genre ist, was mich irgendwie auf den ersten Blick anspricht. Und ähnlich ging es ja auch Phil und auch Susan. Und wir denken uns aber irgendwie, es gibt so einen Hype, was diese Genre angeht. Und es gibt so viele, die wir mögen, deren Meinung wir schätzen, die davon so schwärmen. Und ich den Leuten auch gerne beim Schwärmen zuhöre. Irgendwas muss an diesem Genre dran sein, was gut ist. Und wir wollen wissen, was gut ist. Und starten eben zu dritt so ein bisschen diese Challenge, dieses New Adult eben kennenzulernen. Und wir haben im Hangout damals mit Thorsten und Paddy auch einfach schon mal so ein bisschen gefragt, was könnt ihr denn empfehlen? Und es gab auch so, ich sag mal, im privateren Austausch dann sehr viele Empfehlungen eben in die Jaylin-Richtung. Und so lesen wir unseren ersten richtigen New Adult Roman, den wir auch als diesen wahrscheinlich wahrnehmen werden. Und es wird Wait for You sein. Und ja, das Cover ist für mich schon so, wo ich Kopfschütteln würde und denke, ach nee, eigentlich ja. Aber, und hier kommt das große Aber, und ich sage ja immer, was man vor einem Aber sagt, ist nicht richtig, beziehungsweise meint man nicht so. Ich bin einfach gespannt. Es ist tatsächlich so, ich lasse mich nicht von diesem Cover abschrecken, ich lasse mich nicht von meinen Vorurteilen abschrecken. Ich möchte dem Buch objektiv gegenübertreten. Ich möchte verstehen, warum es andere gut finden. Und das Beste wäre natürlich, wenn ich das Buch auch gut finde. Also, dass ich es nicht abbreche, dass es mich nicht annervt, dass ich nicht nur kopfschüttelnd da sitze, sondern ich positiv durch dieses Buch komme. Ich muss es nicht lieben, die Erwartung habe ich gar nicht. Also ich glaube, das wäre auch zu viel des Guten. Ich erwarte auch nicht von dem Buch, dass es mich komplett auf das neue Genre einstürzen lässt. Wie auch immer, das war jetzt, glaube ich, kein echter Satz, aber ja. Ich möchte einfach nur die Begeisterung verstehen und ich möchte das fühlen, was alle, die davon schwärmen, eben auch fühlen, wenn sie diese Bücher lesen. Und ich freue mich auf Wait for You und ich bin gespannt, wie wir das alle drei finden werden. Und ich denke, wir werden dann zu dritt da auch so einen kleinen Hangout nach dem Lesen machen. Also seid da einfach mal mit Augen und Ohren offen, wann und wo und ja, wie sozusagen. Und werden uns da auf jeden Fall dann auch ja, mit euch austauschen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie uns das gefallen wird. Und ja, ich freue mich tatsächlich drauf. Und wenn ich jetzt sage, ich bin gespannt, dann hat das, glaube ich, in diesem Video zum 100. Mal gesagt. Aber ja, ich freue mich drauf. Und ihr findet auch Phils Kanal und Susans Kanal natürlich unten in der Infobox. Und ja, vielleicht guckt ihr da mal vorbei. Wer weiß, ob von beiden dazu auch noch irgendwie ein kleines Video kommt. Was hält die kommende Woche neben diesen beiden Buchprojekten bereit? Einen Kinofilm. Denn die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, läuft seit Donnerstag in den Kinos und ich gehe am Dienstag mit einer lieben Freundin in den Film. Ich bin total neugierig, wie es sein wird. Ich löse mich vom Gedanken, dass es ein typischer Harry Potter Film sein wird, denn das ist es einfach nicht. Und ich freue mich. Die Geschichte spielt ja 70 Jahre vorher. Sie spielt ja auch nicht in England, sondern in den USA. Und wir treffen hier irgendwie auf im Grunde einen Hexer mit diesen fantastischen Tierwesen. Und wir treffen dann ja auf einen Muggel, die ja, glaube ich, irgendwie anders heißen in dieser Reihe. Und warum auch immer. Weiß noch nicht so ganz, wieso. Und es soll ja eine fünfteilige Kinofilmreihe werden, die irgendwann bis 2024 laufen soll. Und wohl auch Johnny Depp soll eine kleine Rolle darin spielen. Und ich habe irgendwo gehört, ich glaube, es war bei der Filmfabrik, dass er den jungen, mittelalterlichen ja eher, jetzt komme ich schon wieder nicht mehr drauf, den jungen Grindelwald spielen soll, den wir ja schon aus den Harry Potter Filmen kennen, zumindest den siebten und letzten Buchteil. Und
Ja, warum nicht? Na, dann könnte man zumindest verstehen, warum ja ihm irgendwie nachgesagt wird, dass Dumbledore, dass da irgendwas ging, ne? Um das so ganz jugendlich rüberzubringen. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Film, freue mich am Dienstag, ihn zu erleben und werde dann natürlich in der nächsten Bücherwoche auch ein bisschen drüber quatschen, wie er mir denn dann so gefallen hat und wie ich ihn fand. Was gab's noch in der letzten Woche? Ja, ich bin ja noch im Harry Potter Fieber. Wir haben, ich glaube, 5 angeguckt und auch 6, ich weiß gar nicht mehr, ja, ich glaube 5 und 6 an Kinofilm. Ich kann meine Eltern nicht so richtig dafür begeistern. Meine Eltern sind sehr verwirrt über die vielen Namen, über die vielen Charaktere, warum ist wer da und was, wo sind wir eigentlich? Es ist doch ein bisschen Erzählarbeit und ich merke tatsächlich bei diesem Erzählen, wie viel ich weiß, weil ich die Bücher kenne und wie viel man sich gespart hat in den Filmen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil mit all denen, die ich sonst ins Kino gegangen bin, war im Grunde auch das Buchwissen da. Und man nimmt das natürlich unterbewusst mit, weil man es halt einfach weiß. Und ich merke aber bei den Fragen, die gestellt werden und den Infos, die ich geben kann, dass da wirklich irgendwie ein bisschen was fehlt. Ich weiß nicht, ob wenn ihr nur Filmschauer seid, ob euch manches auch komisch vorkam, ob ihr da auch Buchleser dann gefragt habt oder es einfach hingenommen habt, dass euch irgendwie vielleicht eine Logik fehlt, wie auch immer. Ja, und jetzt wird am Wochenende zumindest der erste 7. Teil auf jeden Fall angeschaut werden. Und ich bin da sehr gespannt. Ja, ich werde wieder rumheulen, bekomme dann den Kommentar, na, jetzt ist er halt tot. Und ich sitze tränend überströmt hier. Ja, das Leben ist einfach hart, ne? Da muss ich einfach die Leute aussuchen, mit denen man sich Filme anguckt, wo Leute sterben. Und ja, ich freue mich aber sehr drauf. Also ich finde schön, dass wir diese Reihe jetzt gemeinsam genossen haben, meine Eltern und ich. Und meine Mutter wohl jetzt schon im Umgang mit meiner Schwester auch mal von Muggeln spricht und meine Schwester zurückschreibt, was ist jetzt los? Also ja, so ganz manchmal laufen im Leben. Ja, ansonsten war die letzte Woche wirklich sehr, sehr geprägt. Natürlich vom Lesen. So viel mehr geht auch neben 3 Büchern dann nicht mehr in der Freizeit als Lesen. Diese Woche wird es dann auf jeden Fall noch kinoreich und ärztereich. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Also es sind keine ernsthaften Termine. Und ja, so wird es sein. Ich glaube, ich habe genügend geredet für eine Bücherwoche. Ich weiß gar nicht jetzt, wie lange das Video tatsächlich letzten Endes wird, weil doch die eine oder andere, also zumindest eine Unterbrechung mit Teegetränk dabei war. Und ja, einfach mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche und ich konnte euch vielleicht für das ein oder andere Buch begeistern. Und ihr habt es vielleicht schon selbst gelesen und wollt auch einen Begeisterungsstrom unten in den Kommentaren da lassen. Dann natürlich immer gerne, aber wenn möglich natürlich spoilerfrei, um niemanden zu spoilern, der sich den Kommentar gerade durchliest. Und ich wünsche euch nun ein tolles Wochenende, eine tolle Woche. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und guckt vielleicht einfach nicht so raus, wenn es draußen regnet und stürmt und kalt ist. Und macht es euch gemütlich mit einem Tee und einem Buch und einer Decke vor dem Kamin. In diesem Sinne, macht's gut. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.